Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die Juveniles Young Box. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Juveniles Young Box ist quasi genauso wie die Juveniles Box auf Amazon verfügbar gewesen. Das hatte ich dir vorgestern die Tage mal online gestellt, das Video dazu, das Unboxing. Das habe ich separat, weil ich hatte gestern auch nicht so viel Zeit und so. Egal. Auf jeden Fall, jetzt haben wir diese Box hier. Das ist dann halt für die Young, also für Jüngere eher. In der Ladies Box hast du mehr so die Anti-Aging-Produkte und so. Und für die Young Box ist es dann eher für die Jüngeren. Ja, kostet 16,95, ist im Preis ein bisschen gestiegen. Sonst lag die ja bei 9,95. Wenn ich solche Boxen sehe, schreibe ich dir das auch immer bei Instagram in meiner Story. Ich heiße AIDOIP, schreibe ich die hier mal rein. Und da weise ich dann darauf hin, so, hey, guck mal, jetzt gibt's die Box. Und ja, dieses Mal habe ich es auch mitbekommen, dass es die Box gibt und habe mir die geholt und habe die selbst bezahlt. Dass die jetzt 16,95 kostet, naja, bei der Ladies Box haben wir ja auch schon gesehen, dass es werttechnisch auf jeden Fall dann auch hinkommt. Ne? Also der Wert ist deutlich höher als das, was du dafür bezahlst. Das muss man wirklich sagen. Juveniles hat ja auch einen Online-Shop und in diesen Boxen hast du dann im Prinzip das drin, was du da größer kaufen könntest oder so. Also hier sind eher kleinere Produkte so drin und ja, aber jetzt auch ganz praktisch als Reisegröße. So, ich habe hier die Klebis mal gelöst und dann machen wir die mal auf. Genau, die kommt hier mit so einem schwarzen Seidenpapier und die Young Box hat eine rosane Schleife. Die machen wir mal auf. Und öffnen das Seidenpapier. Und hier haben wir schon den ersten Blick in die Box. Wir haben hier auch einen Gutscheincode mit dabei. Den halte ich dir jetzt mal in die Kamera. Da kannst du 10% Rabatt sparen. Ich weiß nicht, wie oft dieser Code einsetzbar ist. Ob du jetzt quasi ob nur einer das einlösen kann oder ob mehrere das einlösen können, kannst du ja mal gucken. Und weil hier steht Rabattcode nur einmal pro Kunde gültig, naja, kannst du ja mal gucken. Und hier stehen halt die Produkte drin, die in der Box sind. Es wird übrigens auch eine kleine Verlosung in diesem Video geben. Also, ja, klein. So, wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten Produkt an, was man hier auch tatsächlich im Video gewinnen kann. Das ist von Ahava, das Dead Sea Water Mineral Shower Gel. Das hatte ich schon mal, hat mir persönlich zu frisch gerochen. Also es ist ja so, jeder Mensch hat ja so sein Näschen für andere Dinge. Ich persönlich bin eher so der süße, fruchtige, blumige Typ. Und das hier ist, schon ein bisschen herber, ne? Und frischer halt auch. Das ist für den Sommer natürlich super. Ich rieche nochmal dran. Ja, es ist halt frisch, wirklich frisch, aber ja, es gibt genug, die das lieber mögen. Da sind drin 40 Milliliter, genau. Und ich gucke mal auf meinen Spicker. Pflegen Sie Ihre Haut mit einem sanften Duschgel, das Feuchtigkeit spendet und die Haut mit einem erfrischten und entspannten Gefühl hinterlässt, während Sie Ihre Sinne mit einem zarten, entspannten, vom Meer inspirierten Duft verwöhnen. Ja, es ist halt schön, aber mein Duft ist es nicht, deswegen geht es jetzt in diesem Video in die Verlosung. Ach, guck, wie süß. Von CND Naturkosmetik Rügener Kreidegesichtscreme mit Original Rügener Heilkreide. Ausgleichend mattierend für normale, fettige und Mischhaut. Das ist zertifizierte Naturkosmetik und da sind 5 Milliliter drin. Das ist ja niedlich, oder? Finde ich schon süß. Heilkreide, kann ich mir nichts drunter vorstellen. 100% vegan ist das auch. Also das ist sehr fest von der Konsistenz her. Oh, das riecht aber sehr nach Naturkosmetik. Heilkreide. Also ich kenne nur Tonerde oder Heilerde. Aber Heilkreide ist auch interessant. Zieht schnell ein, aber riecht wirklich sehr nach Naturkosmetik. Puhu. Ja, nicht unbedingt mein Duft. Man sieht nichts, Claudi. Das ist eine Hand, die eingecremt ist. Ja, dann gucken wir mal. Diese schnell einziehende, leichte Gesichtscreme mit original Rügener Heilkreide ist besonders für fettige, zur Rötung neigende oder Mischhaut geeignet. Die enthaltenen Mineralien wirken regenerierend auf die Hautzellen und fördern die Durchblutung. Durch die leichte Textur wird die Haut mattiert und der Teint erscheint ebenmäßiger und feiner. Ja, also für mich jetzt nichts, was ich jetzt im Sommer gerne verwenden werde, weil da verwende ich echt eine Gesichtscreme oder eine Tagescreme, die halt mit Lichtschutzfaktor ist. Das heißt, entweder wird man sowas dann als Abendcreme, ne? Als Nachtcreme verwenden können oder halt eher so im Winter. Und ja, Rügener Kreide, ne?
Das ist, ich finde das schön, wenn das halt auch so Sachen sind, die hier aus der Nähe kommen. Rügen ist jetzt nicht so nah, aber trotzdem, ne, wenn es hier halt so nationale Produkte sind, wenn man das unterstützt, zum Beispiel auch I+M unterstütze ich unheimlich gerne. Richtig toll, kommt aus Berlin. So, ist aber jetzt hier nicht in der Box. Genau. Dann habe ich hier ein Riesending von La Mer. Da sind zwei drin. Porenverfeinerndes Pflegeduo, ideal für unterwegs. Ach, guck dir das an. Ne? Da sind zwei Tiegel wohl drin. Oha, ist das Tages- und Nachtcreme? Das ist ja der helle Wahnsinn. 60 Milliliter sind da drin, also wahrscheinlich 2x 30 Milliliter. Und das wird teuer sein, denn ich glaube, La Mer ist eine relativ hochpreisige Marke. Da hast du zwei Tiegel drin mit jeweils 30 Milliliter. Und das ist die Day Cream. Und ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber die glitzert auch so ein bisschen, ne? So ein Gel, das Schimmerpigment drin hat. Oder das ist nur die Verpackung, das weiß ich jetzt nicht. Hat hier auch noch so ein Viech drauf. Riechst auch nichts durch. Oha, das ist nur 3 Monate haltbar, wenn man es aufmacht. Wow, das ist krass. Ja, und dann die entsprechende Nachtcreme noch dazu, denke ich mal. Ich gucke schnell. Ja, genau, da kann man sich einmal das komplette Portfolio geben. Aber auch die riecht noch nichts. Ohne Parfüm. Ja, das würde auch noch nichts riechen. Krass, das ist wahrscheinlich das Highlight der Box, weil es relativ teuer erscheint. Also die vitalisierende Tagescreme bei müder, fahler Haut. Ihr Wirkstoffkomplex Quadromar belebt den Stoffwechsel, schützt die Hautzellen und bekämpft erste Mimikfalten. Bei täglicher Anwendung verfeinern sich die Poren. Ihr Teint strahlt ebenmäßig und frisch, ohne Parfüm. Und bei der Nachtcreme, regenerierende Nachtcreme mit dem Wirkstoff Regenerierende Nachtcreme mit dem Wirkstoffkomplex Quadromar. Sie regt über Nacht den Zellstoffwechsel an, schützt und stärkt die Elastizität der Haut. Bei regelmäßiger Anwendung glätten sich erste Mimikfalten. Ihr Teint erstrahlt, regeneriert und frisch, ohne Parfüm. Ja, guck mal, das ist doch mal ein schönes Pflegeduo. Nice. Dann haben wir von Pinus Vital Naturkosmetik einen schützenden Lippenbalsam aus dem Herzen der Kiefer. Hält Lippen geschmeidig, beugt nachhaltig Kribbeln vor für sensible Haut. Okay, das ist auch interessant, ne? Gucken wir uns das mal an. Kribbeln. Meinen die damit Lippenbläschen oder was? Aha, das hier sind auch 10 Milliliter. Ja, sieht auch ganz hübsch aus. Ein kleines Tübchen, ne? Aber das, sowas hält ja ewig. Lippenbalsam wird dann ja auch wahrscheinlich ein Originalprodukt sein. Gerade für die dünne und äußerst sensible Haut der Lippen ist der Lippenbalsam durch den Extrakt der Kiefer besonders geeignet. Reine Öle aus Mandelöl, Distel und Jojoba verleihen den Lippen Geschmeidigkeit und sorgen für intensive Pflege. Ja, und da ich genug Lippenprodukte habe, kommt das in die Verlosung. Finde ich gut. Ja, schöne Naturkosmetik für sensible Haut, da kannst du nichts zu sagen, ne? Cool. Und da sind wir auch schon beim letzten Produkt angelangt. Ein Nagelprodukt von LCN Nail Care, ein Water Gel Care and Cure. Und da sind auch so Pünktchen drin. Das habe ich tatsächlich in meinem aktuellen Nagelöl auch. Das finde ich sehr interessant. Vielleicht, ich muss mal überlegen, wie viele Milliliter sind da drin? 4. Also auch das Originalprodukt. Im Gel enthaltene kleine Pflegeperlen, die mit Mandelöl gefüllt sind, platzen beim Einmassieren in den Nagel und die Nagelhaut und entfalten sofort ihre intensiv pflegende Wirkung. Verkapselte Vitamine werden so freigesetzt und zaubern eine geschmeidige und intensiv gepflegte Nagelplatte und Haut. Ja, das ist cool. Sowas verwende ich sehr gerne für meine Füße, denn gerade jetzt laufe ich sehr viel barfuß und da macht es durchaus Sinn, wenn man sich Nagelöl aufgibt und das mache ich mir dann gerne auf die Füße. Sehr gut, dann habe ich wieder ein Backup. Ja, das ist jetzt eine ziemlich kleine Mini-Verlosung, die es in diesem Video gibt, aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil so kann ich dann direkt die Produkte weitergeben, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich sie verwenden möchte, verwenden kann und dir dann auch eine Freude machen. Das finde ich eigentlich ganz cool. mir hat die Box gefallen, ich fand sie sehr interessant, gerade so diese Tages- und die Nachtcreme, die interessieren mich sehr. Ja, ansonsten, ich fand die Box cool. Ich blende dir mal hier den Gesamtwert ein. Ich denke, dass wir so bei 45 Euro liegen. Aber ich kann auch voll daneben liegen.
Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!